Danke, danke. Ja, danke, Simon. Ja, ich bin Türke. Was soll ich machen, Alter? Also ich bin wirklich glücklich, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Das war schon hart, Mann, für uns. Die Kollegen haben es ja schon gesagt. Puh, endlich wieder Comedy, Mann. Ist mega. Ja, er übertreibt nicht. Das Ding ist einfach so, ich finde es mega, dass ich das machen darf. So, mein Vater findet jetzt überhaupt nicht cool, was ich hier oben mache. Comedian, das so, der macht sich immer lustig über mich. Der sagt immer, ich bin Arbeitsloser, der Witze erzählt. Für den ist Comedian kein Beruf. So, wenn er in die Türkei geht und die den fragen, was ich beruflich mache, dann sagt er Kfz-Mechaniker. Weil in der Türkei ist wirklich kein Beruf, so Comedian. Da ist kein Vater so stolz. Weißt du, es ist wie wenn dein Sohn Tischtennisspieler ist oder so. Seid doch mal ehrlich, stell dir mal vor, dein Sohn in so kurze Hose, langgezogene Socken, der so... Da steht kein Vater daneben und sagt so, der ist mein Sohn, der ist super. Der spielt gegen so einen Chinesen, den Chinesen juckt's nicht mal, der ist nebenher auf Instagram. Der so, Shanghe, Fengxi, Hangta. Aber als Comedian, du hast sehr viel Freizeit, das ist wirklich, wir hatten auch, die letzten Monate war für uns krass so. Ich bin oft spazieren gegangen, ich bin älter jetzt. Ich bin nachdenklicher Typ geworden. Und ich war letztens im Wald spazieren, tagsüber, und vor mir lief so ein Pärchen und ich habe mir gedacht so, oh Mann, guck mal, wie schön, die sind verliebt. Und auf einmal bringt der Typ den Klassiker. Mitten im Wald, der geht so auf die Knie und der so, Hannelore, du bist das Schönste, was mir hier passiert ist. Du bist die geilste Drecksau, ich sag das. Willst schon meine Frau werden? Und die so, Herbert, du bist so romantisch. Und es war romantisch, zwei Wildschweine sind gestorben währenddessen. Und ich habe das so gesehen und ich habe mir gesagt, guck mal, wie geil. Deutsche. Guck mal, er macht ihren Antrag, morgen gehen die da zum Standesamt. Übermorgen feiern die Hochzeit, haben extra eine Kneipe angemietet. Und da kommt die ganze Familie, alle Freunde, insgesamt 7 Personen. Und dann sind die dort. Aber diese 7 Personen werden königlich bedient. Die kriegen so 5-Gänge-Menü, danach jeder Bananenweizen, hoch der Kolbe, nein, der Zinger, lalalala. Und dann war's das. Dann ist vorbei. Bei uns Kanaken läuft's ein bisschen anders ab. Weißt du, du musst erstmal die Frau kennenlernen. Dann musst du ihren Antrag machen. Dann lernen sich die Familien kennen. Dann gibt's unter der Familie ein Versprechen. Dann gibt's unter der Familie Verlobungsfeier. Dann gibt's die standesamtliche Trauung. Die geistliche Trauung, dann die große Verlobungsfeier, dann die Hennernacht und dann die Hochzeit. 10 Schritte, bis du zum Stich kommst. So. Und jeder Punkt, das ist so richtig eine Odyssee bei uns, Leute. Du musst erstmal die Frau kennenlernen. Und jede orientalische Frau, die hat so 5 Brüder oder 100 Cousins. Und die Bastarde sind überall. Die beobachten euch. So, du darfst der Frau nie zu nahe kommen. Die sind überall so versteckt. So, die so, halt Abstand. Bei mir und meiner Frau damals, als wir uns kennengelernt haben, beim ersten Date, die war auf der anderen Straßenseite. So. Wenn wir verlobt sind, auf der gleichen, okay? Und die Cousins waren als Verkehrspolizisten verkleidet. Die so... Und dann musst du der orientalischen Frau einen Antrag machen und bei der kannst du nicht einfach so einen Antrag machen, das geht nicht. Es muss spektakulär sein. Es muss etwas Außerordentliches passieren. Irgendjemand muss brennen. Du musst, doch wirklich so, du musst, am besten du machst so einen Fallschirmsprung, aber ohne Fallschirm. Und du brennst noch währenddessen, du so, yeah. Und dann wenn du so aufsteckst, so puff, dann du so, hey, willst du meine Frau werden? Die so, du bist so Feuerflamme, Bruder, wirklich geil, Bruder. Und dann lernen sich die Familien kennen und dann beginnt erst die Odyssee. Weil es ist wirklich so. Du weißt die Gegenseite, und ich sage ganz bewusst Gegenseite, weil bis zu deiner Hochzeit ist die Familie der Frau dein Gegner so. Verstehst du? Du weißt, die haben eine 3-Zimmer-Wohnung, 50 Quadratmeter, wir kommen trotzdem 140 Personen. Nur der innere Kreis der Familie. Wir sehen aus wie so eine scheiß Karawane, Alter, wenn wir so hinlaufen. La, 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 la. Jetzt laden die auch 140 Leute ein. Dann sind wir 240 Leute in der Wohnung so eingequetscht. So. Und dann sind die so, das ist mein Onkel. Ich so, salam alaikum, alles gut. Ich habe ja wirklich, ich habe sehr spät für türkische Verhältnisse geheiratet. Oder halt auch so die Kennenlernphase, das, als wir die Hand angehalten haben, Leute. Pff, ich war 30 Jahre alt damals. 30 Jahre alt. Für türkische Verhältnisse sehr schwer. Ich war 30. Meine Frau war 8. Jahre jünger als ich und ich weiß, einige von euch haben sich gedacht, ja, bei Moslems ist normal, gell, 8. 8, das ist schon erwachsen, gell, das Schatz, das ist ganz normal. Wie sagt man, andere Länder, andere Titten, gell, da kannst.
Morok, ich war 30, wir gehen jetzt hin zum Kennenlernen, aber ich darf dort nicht reden. Überleg mal, mein Vater redet für mich. Der ist so der Häuptling der Familie. Der sitzt dann so dran und ich sitze nur auf so einem Stuhl und gucke den Boden an. Ich habe noch nie in meinem Leben so lange Teppich angeguckt. Es war so ein orientalischer Teppich. Ich habe den 3 Stunden angeguckt, danach habe ich die weiße Wand angeguckt. Ich habe das Muster dort gesehen. Da war so Aladdin drauf. I can show you the... Aber es war nicht Aladdin, es war der besoffene Onkel, der so vorbeigelaufen ist. Und dann ist so ein Wettbewerb. Jeder will zeigen, dass er so das bessere Kind großgezogen hat. Und mein Vater hat dann so angefangen, weißt du, das ist die andere Seite, der so, Bismillah. Mein Sohn, gut. Ja, unsere Tochter auch gut. Gut, gut. Mein Sohn, Drogen, nein. Alkohol, nein. Spielautomat, nein. Du dreckiger Bastard, hast unser ganzes Geld verzockt, lang 10.000 Euro, Allah, Bella, Anwärtsin, du Bastard, Alter. Mashallah, dein Sohn, kein Drogen, kein Alkohol, kein Spielautomat. Was macht Beruf? Kfz-Mechaniker. Und dann, wenn die Familien sich verstehen, dann Zeichen der Gegenseite, der Frauenseite, dann kommt die Braut rein und serviert allen leckeren Mokka-Kaffee. Jeder bekommt leckeren Mokka-Kaffee. Außer ich. Weil in meinen Kaffee machen die alles rein, was deine Speiseröhre verätzen wird. Da machen die wirklich Salz, Säure, Abflussrohrreiniger, alles Mögliche. Warum? Guck mal die Logik jetzt an. Warum? Du symbolisierst damit, ich würde sogar Gift trinken, um diese Frau zu heiraten. Ich habe früher mal über Romeo und Julia gelacht. Kennt man ja, Romeo und Julia. Oh Julia, Julia. Julias Familie wollte Romeo töten. Aber Romeo war egal, ich will trotzdem Julia, Julia. Scheiß doch auf Julia, lang. Da gibt's genug andere Bitches. Da, Magdalena, gib ihr, Alter. Nein, ich will Julia. Am Ende kriegt er sie nicht. Ich trinke Gift, im Tod sind wir vereint. Nach bist du dort vereint. Aber ich habe den Kaffee getrunken, Leute. Ich habe ihn ausgetrunken, komplett. Für die Liebe. Nach 1,5 Jahren Intensivstation. Haben sich dann die Familien so geeinigt, unter der Familie Verlobungsfeier, dann gab es die standesamtliche Trauung und dann gab es die geistliche Trauung. Dann kommt ein Imam, ein Hodja, ein islamischer Priester. Und der vermählt euch dann vor Gott, okay? Und dann darf die Frau, das wissen viele nicht, Bedingungen stellen. Die darf dann sagen, wie viel Gold sie vom Mann haben möchte und du musst es ihr geben. Da gibt es keine Ausnahmen so. Und dann sagt sie, wie viel sie will. Scheißegal, du musst ihr geben. Und dann sagt die 2 Kilo. Dann bist du am Arsch. Du musst geben, aber warum? Guck mal, das Prinzip. Weil, falls dir irgendwas passiert, zum Beispiel du stirbst, aus welchem Grund auch immer, 2 Kilo ist im Grund, dann hat die Frau genug Gold, um diese Zeit zu überstehen und mit den Kindern nicht auf andere Männer angewiesen zu sein. So eine Art islamisches Hartz IV. Und dann, Leute, dann gibt es die große Verlobungsfeier und dann kommt die Henna-Nacht. Morok, die Henna-Nacht. Du schläfst als Türke ein und wachst als Indianer wieder auf. Und du weißt nicht warum, Alter. Ich schwör's dir, deine Hände sind rot, du weißt nicht warum. Wirklich, bei mir in der Arbeit, mein Kollege hat zuguckt, der so, was ist mit dir los? Ich so, ich weiß nicht. Und dann kommt die Hochzeit. Und viele fragen sich immer, warum sind auf den türkischen Hochzeit so viele Menschen? Leute, ich sag euch ganz ehrlich, wir wissen es auch nicht. Keine Ahnung, Alter, Morok, auf manchen deutschen Hochzeiten sind so wenig. Bei uns sind 2000 Leute manchmal lang. Aber wisst ihr, warum die kommen? Die kommen wegen dem halben Hähnchen. Bei uns gibt es immer halbes Hähnchen so. Wenn du auf eine türkische Hochzeit gehst, gibt es immer halbes Hähnchen. Du lädst eine Familie ein, die bringt die ganze Sippschaft mit, Alter. Bei uns, ich habe eine Familie eingeladen, die gehen dann zu ihrer Familie, die so, hey, kommt ihr mit, türkische Hochzeit. Was gibt's zu essen? Halbe Hähnchen. Wir kommen, Morok, ist alles cool, Alter. Das ist wirklich so. Ich habe auf meine Hochzeit 400 Leute eingeladen. Wisst ihr, wie viele Leute gekommen sind? 1.800 Leute. 1.800 Leute. Und ich habe die Leute nicht mal gekannt. Es ist meine Hochzeit. Ich kenne die Leute nicht, Lan. Ich war so auf der Tanzfläche. Ich so, hey, wer bist du? Der Typ so, wer bist du, Alter? So ein Bastard. Der ist nur wegen halbem Hähnchen gekommen. Danke, Nightwatch. Das war's von mir. Peace out, Mother Brass. Give it up.